Herzlich willkommen bei Diablo 2 Resurrected in der Folge Nummer 17. Wir sind zurück in dem Städtchen. Ja, okay. Wohin kann ich euch bringen? Junge. Wir können ja nicht mit dir reden, Junge. Okay. Dann lass uns mal erstmal hier. Guten Tag. Identifizieren. Horatrim Würfel. Nee. Wir können anscheinend tatsächlich nur mit Jerin reden, echt? Kein anderer hat was dazu zu sagen. Ja, da. Guten Tag. Vier sind's, genau. Und davon sind's drei. Ja, dann sind wir durch. So, was haben wir gefunden? Grausame Zeichen, großes Schild. 22, 28, 19, 52% Blockchance. Das ist eigentlich schon besser. Schnellere Blockrate, erhöhte Blockchance, verbesserte Verteidigung, plus eins zur Stärke, ein paar Widerständchen. Widerstand ist relativ stark. Alle Widerstände plus 7. Magieschaden reduziert. Alles mit der Frostnova ist das, okay. Was haben wir da drin? Sturmfelsen, eckiger Schild. Ja, okay. Dann, aber dann kann man das ein bisschen umsortieren. So. Die Rauchkugel wird natürlich verkauft. Kältewiderstand, schnelle Erholung, Treffer, ne. Passt so. Dann verkaufen wir das. So wie es ist. Brauchen jetzt auch nicht alle. Ja, okay. Dann lassen wir das erstmal. Ach, das sind viel zu viele Gift. Widerstand, Tränke her. So viel brauchen wir da nicht. So. Genau. Die kommt dahin. 12 Schlüssel plus 3 Stärke. Jetzt macht der Kältewiderstand. Das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Ja, komm, zahl mal ein. Aber auch nur die 7 Gräber. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Ach doch. Baal ist eines der mächtigsten Magier der Menschen habhaft geworden. Und der Herr des Schreckens leitet seine Schritte. Sie müssen aufgehalten werden, denn ich bin sicher, sie wollen ihren älteren Bruder Mephisto befreien. Den Herrn des Hasses, der unter der verderbten Stadt Kurast gefangen ist. Ich fürchte, ihr geht einem gewaltigen Übel entgegen, aber euer Glaube kann euch retten. Möget ihr stets im Lichte gehen. Ah, okay. Alles klar. Habe ich das falsch interpretiert? Der Erzengel Tyrael war derjenige, der den Horadrim vor 260 Jahren die Seelensteine gegeben hat. Es ist höchst ungewöhnlich, dass die Mächte des Himmels so direkt in das Schicksal der Menschen eingreifen. Aber man sagt, dass Tyrael auf eigene Faust gehandelt hat. Warum? Das haben wir nie herausfinden können. Möglicherweise tut er es gegen die Zustimmung des Himmels, weil er bezweifelt, dass wir uns selbst verteidigen können. Vielleicht scheint ihm die Bedrohung auch größer zu sein als seinen Herrn und Meister. Die Taten der Hölle sind meist schnurgerade auf Zerstörung ausgerichtet, aber die Motive des Himmels sind unergründlich. Und nun sputet euch! Diablo und Baal müssen aufgehalten werden, ehe sie mit ihrem Bruder Mephisto zusammentreffen können. Wenn sich die drei großen Übel wieder vereinen, bedeutet dies das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Gott, Lysander. Hallo. Hallo. Tut mir leid, dass es nicht so gekommen ist, wie ihr gehofft hattet. Geht und denkt stets mit Freude an uns. Wisst ihr, ihr habt mich weniger genervt als die meisten. Oh, das ist ja mal ein Kompliment. Ja, ich war auch tatsächlich relativ selten bei ihm. Die können wir Barif doch noch fragen. Keine Angst, ihr habt euer Bestes getan. Ich vermute, Diablo und Baal ziehen nun nach Osten, nach Kurast. Ihr werdet sie finden, das weiß ich. Ja, gezwungenermaßen, aber das passt schon. So. Wo ist denn der Mischief? Ahoi, Kumpel. Jerin sagt mir, ich soll euch nach Osten bringen, nach Kurast. Ich war seit einigen Jahren nicht mehr dort, aber Gerüchten zufolge soll es schlimm sein. Echt? Steht, das kannst du gar nicht, okay. Ist auch egal. Einmal in die Kneipe. Ja?
Ihr seid eine Inspiration. Und so ein Held, dass ich daneben doppelt so schäbig wirke. Ach, ihr seid okay. Hey, lasst uns kleinen Leuten auch ein bisschen Ruhm übrig, ja? Ruhm oder Ruhm? Es gibt keine Sorgen, die ein Krug Bier nicht heilen könnte. Mhm. Ihr habt bewiesen, dass ihr der größte aller Helden seid. Es ist mir eine Ehre, mit euch befreundet zu sein. Danke, dass ihr unserem Leben wieder Frieden gegeben habt. Tja, das ist, ich sag mal, unser Job. Drognahen. Guten Tag. Das ist ein schwerer Rückschlag. Warum nur musste Tal Rascha von Baals vernichtendem Einfluss verzehrt werden? Die Horadrim kannten viele Geheimnisse, die Baal nun gegen uns einsetzen könnte. Ihr müsst nach Osten reisen, über das Meer, nach Kurast. Und Diablo und Baal aufhalten, bevor sie ihren ältesten Bruder Mephisto befreien. Die Länder im Reich des Ostens sind nicht mehr, was sie einmal waren. Man hat lange nichts mehr von dort gehört. Schnelligkeit ist alles. Putet euch! Möge euch das Schicksal Holz sein! Ja, dankeschön. Ja, komm, nicht stehen bleiben am Baum. Grietz hat auch was. Guten Tag! Ich habe gehört, dass euer Widersacher euch diesmal entkommen ist. Seht es einfach so. Ihr habt die Dämonen in die Flucht geschlagen. Wenn ihr aufbrechen wollt, dann, naja, danke für eure Hilfe. Und Elzix? Was wollt ihr? Reden, Junge. Ich habe gehört, dass Diablo euch entkommen konnte. Jedenfalls vorerst. Ich hoffe, ihr findet ihn bald und schickt ihn endgültig in die Hölle zurück. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Hallo. Hallo. Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht. Wenige hätten so weit kommen, geschweige denn das wahre Grab von Tal Rascha finden können. Bedauerlicherweise habe ich gehört, dass Diablo und Baal eurem Zugriff entronnen sind. Das ist höchst bedauerlich. Falls ihr nach Osten reisen wollt, nun, ich habe Mechschiff Erlaubnis gegeben, euch auf dem Seeweg zu befördern. Ich könnte mir denken, dass ihr kaum noch erwarten kann, endlich aufzubrechen. Viel Glück bei eurer Suche und nochmals danke, dass ihr meine geliebte Stadt gerettet habt. Ihr werdet in Lut Gulain stets willkommen sein. Mhm. Die Raben gehen übrigens voll ab. Willkommen im Palast. Aha. Sprecht mit Mechschiff. Dann machen wir das. Aber der ist ja da drüben. So. Junge, bleib mal stehen. Halt. Ich will mit. Jerin sagt mir, ich soll euch nach Osten bringen, nach Kurast. Ja, dann geht es auf. Nach Osten weiter, nach Kurast. Mein Gefährte sog die klamme, kalte Luft der Gruft ein. Sie schien ihm Kraft zu geben. Ich stand unter der Tür, zwischen Licht und Dunkel. Der letzte Rest meiner Vernunft beschwor, mich nicht einzutreten. Aber diese Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern. Als wir tiefer und tiefer in die Gruft eindrangen, bemerkte ich eine Veränderung an meinem Gefährten. Er schien kräftiger zu werden. Ich konnte in der Dunkelheit kaum etwas sehen, aber mein Gefährte schien den Weg zu kennen. Schließlich kamen wir zu einer großen Halle. Geirrt hatte. Mein Gefährte hatte keine Kraft gewonnen,
Er hatte den letzten Rest seiner Menschlichkeit verloren. Er bewegte sich mit dämonischer Schnelligkeit und dann. Und dann seid ihr aufgetaucht. Fred! Die hier gefangene Bestie darf nicht befreit werden. Nicht einmal von euch. Dieser Welt besiegelt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr heute angerichtet habt. Geht zum Tempel des Lichts im Osten, in Kurast. Dort wird euch die Höllenpforte aufgetan werden. Ihr müsst den Mut aufbringen, durch diese Pforte zu treten, Marius. Bringt den Stein in eurer Hand zur Höllenschmiede, wo er zerstört werden wird. Jetzt lauft, nehmt den Stein und lauft. Wunderschön. Das sieht ja super aus hier. Willkommen in Kurast. Nur noch wenige kommen freiwillig in diese alte Stadt. Ich hoffe, ihr seid bei klarem Verstand, denn Vernunft ist hier knapp. Mein Name ist Hadli. Ich bin ein Zauberer. Metallbearbeitung ist meine Spezialität. Es wäre mir eine Freude, euch zu helfen. Heutzutage habe ich nicht viele Kunden. Wie ihr sehen könnt, haben die Truppen von Mephisto die Bevölkerung brutal dezimiert. Die Kanäle sind rot von Blut. Und Dämonen streifen durch das Land. Die verdammte Dschungelhölle hat den größten Teil von Kurast überwuchert. Nur hier am Hafen werdet ihr Sicherheit finden, da ein magischer Schutzwall das Übel aus dem Dschungel fernhält. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Um alles noch schlimmer zu machen, haben die Kinder von Zakarum sich mit den Truppen von Mephisto verbündet. Die Zakarum konzentrieren ihre Macht in der Tempelstadt Travinkal, die tief in der Dschungelwildnis von Kurast liegt. Es ist wahr, ihr Eifer ist unübertroffen. Aber ich sage, diese sogenannten Krieger des Lichts sind nichts weiter als von einer verborgenen Hand geführte Marionetten. Aha, sind ja nur Kinder. Tratschen. Alcor ist ein Elixierhändler, der nur für seine Studien und Experimente lebt. Mhm. Du kannst auch gleich reparieren. Na, dann machen wir das mal. Schande. Die Stärke, okay. Ja, da müssen wir vielleicht noch was tun. Okay, gut. Machen wir die Karte wieder an. Interessant. Die Stege. Natalia. Seid gegrüßt. Ich habe von euren Taten gehört und bin beeindruckt. Nur wenige Sterbliche hätten mit den Dreien und ihren Vasallen so umspringen können. Mein Name ist Natalia. Ich jage das Böse als Mitglied eines alten Ordens, der geschworen hat, abtrünnige Zauberer zur Strecke zu bringen. Wenn ich könnte, würde ich mit Freuden an eurer Mission teilnehmen, die drei aufzuhalten. Aber ich muss hier auf weitere Neuigkeiten warten. Ich kann nicht vorhersagen, was geschehen wird, aber die Gefahr ist größer, als wir ahnen. Bis ich meine Befehle bekomme, unterstütze ich euch mit allen Informationen, die ich habe. Mhm. Was hast du denn für Informationen? Nicht viel. Gott.
Okay. Ah, da steht auch der Gott Kane wieder. Ich habe das legendäre Kurast seit Jahren nicht mehr betreten. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so verwahrlost sein könnte. Das muss Mephistos Werk sein. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Diablo und Baal sind noch da draußen und ihr müsst sie finden. Gut, da können wir nichts weiter machen. Warte mal, wir sind hier natürlich noch nicht fertig. Ormus. Ihr sprecht jetzt mit Ormus. Einst war er ein großer Magier, doch heute lebt er wie eine Ratte auf einem sinkenden Schiff. Ihr habt Fragen an Ormus und zweifelt an euch selbst? Ormus sieht einen seltsamen Zwiespalt in euch, wie in allen potenziellen Helden. Sprecht mit ihm und er könnte euch Weisheit gewähren. Oder wendet euch von ihm ab und sucht selbst nach Weisheit. Okay. Der ist dann mehr so der Magier unter denen, okay. Drüben ist Alcor. Hey, Junge. Verdammt, ich wünschte mir, ihr würdet mich einfach alle in Ruhe lassen. Ihr seid neu hier, stimmt's? Ich bin Alcor, der Alchemist. Ich stelle Tränke und Salben her und kann welche verkaufen, wenn ihr sie wirklich braucht. Aber lasst das nicht zur Gewohnheit werden. Ich lasse mich nicht gern stören, wenn ich studiere. Entschuldigung, ja, das Glücksspiel, okay. Dann werden ihn wahrscheinlich öfter stören, als er denkt. Warte mal, wir müssen noch mal vielleicht in den Süden der Stadt. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Das ist hier drüben. Nichts. Okay. Interessante Städte. Ach, und hier ist ein Radlesort. Okay. Also wirklich viele Leute gibt es hier tatsächlich nicht. Achso, wen ich jetzt gar nicht befragt habe, war jetzt hier der Mischef. Gab euch mein Wort und habe euch wie versprochen hergebracht. Aber bei allem, was heilig ist, ich wünschte, ich wäre nie an diesen verfluchten Ort zurückgekehrt. Dieser stinkende Dschungel kann nicht das einst stolze Kurast sein. Ich weiß nicht, was dies alles für Übel sind, mein Freund, aber ihr müsst sie aufhalten. Ich bete nur, dass ihr es schafft, ehe der Dschungel den letzten Rest meines geliebten Heimatlandes verschlungen hat. Echt? Du kommst von hier? Informationen von Ormus zu bekommen, ist, als würde man einen Ochsen melken. Seine verdammten Rätsel sind fast so verwirrend wie unsere derzeitige Lage. Da sagst du was. Vor allem redet er gerne über sich in der dritten Person. Okay, dann würde ich sagen, brechen wir mal auf. Eine dunkle Wander. Mal gucken, wie so die Karte dann aussieht, wenn man hier herumläuft. Okay. Gut. Dann versuchen wir unser Glück im Süden. Ein Papagei. Toll. Ja, was man halt in so einem Dschungel halt so erwartet. Okay, da kommen wir nicht weiter. Fertigkeitsschrein. Was? Ist hier was?
ein bisschen Gold. Wie Jade aus. Vielleicht ist das etwas wert. Ja, vielleicht schon. Ein Korb. Okay. Die kleinen Spinnen. Erwischt, würde ich sagen. Fragt Kane zu der Jade-Figur, okay. Ein fehlerhafter Amethyst. Ach, die Eldrohne. Da komme ich jetzt wieder auf die andere Seite. Hier lang. Ja, das zieht hier gut rein. Okay. Gar nicht irgendwie was zu sagen. Ja, Hilfe. Okay, was macht das Geweih plus Riss? Es regnet ja. Okay, warte mal, bevor wir da weitergehen. Wow. Das verwechselt man dann immer mit seinen Raben. Uff. Er ist schon ein kleines Labyrinth hier. Thank you.
So, wie sieht das Stadtportal räumäßig aus? Wir sind voll, was das angeht, okay. Ja, wo geht's jetzt weiter hier? Ach, na toll. Viele Schamane. Gar keine Chance hier gegen die ganzen... Wölfe. Müssen wir doch nochmal zurück. Ich habe das Gefühl, dass es da oben weitergeht, sozusagen, der Fluss. Es schlängelt sich so plus minus um den Fluss herum. Was? Wo? Gut, die Wölfe sind auf jeden Fall noch vollzählig. Ah, zur Spinnenhöhle. Ja, da müssen wir da wohl mal rein. Ganz einfach. Das ist ein Labyrinth. Genau. Riesenmoräne. Wappenschild. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, okay, das ist eh ätherisch. Nee, die brauchen wir noch. Ja. Kalims Auge. Sucht im Schinder Dungeon nach Kalims Gehirn, okay. So, Schlüsselcheck. 11 und 12. Ja, nicht, dass das irgendwann leer geht. Ah ja, guck mal. Ja, die Ranke war vergiftet. So wie wir vergiftet sind. Ah, ich bin das Alien. Thank you.
kann nicht noch mehr tragen. Wir sind alle grün. Okay. Lustig, sie wollte gerade fragen, wo eigentlich die ganzen Wölfe sind. Sie dann aufgetaucht sind. Okay. Ja, ich denke, wir sind, ich sag mal, durch. Das war ein Schrein. Ich dachte, es war nur eine Laterne, die da hängt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Stadt. Mir doch ein paar Dinge dabei, die anscheinend sehr interessant sind. In Lut-Golain hat mir Meshif gesagt, dass er Jadefiguren liebt. Auf seinen Handelsreisen hat er eine erkleckliche Zahl solcher Statuen gesammelt. Ich würde ihm eure Figur zeigen. Meshif, echt? Ah, Kalins Auge. Nur dieses Auge kann den wahren Weg zu Mephisto enthüllen. Legt es in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Gehirn, das Herz und den Flegel. Ein was? In Ludgut. Mhm. Mit diesem habt ihr Nacht. Gut. Halt. Was ist eigentlich? Ach, das ist ein Isenharzhörner. Warte mal. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Gegenstand. Set-Gegenstände müssten wir mal wieder finden. Die sind halt nicht so häufig. Das heißt, wir behalten Kalims Auge. Ja, den verkaufen wir einfach. Ja, wir müssten da auch mal wahrscheinlich ein bisschen die Lebenstränke tauschen. Okay. Genau. Wie ist das hier? Da haben wir eine gefunden. Edrone, was ist das für plus 3 zum Minimalschatten, plus 2 zu Licht, 30 plus 4 zum Maximalausdauer. Wir haben da alle Widerstände plus 7 drauf. Also wir haben noch ein paar Edelsteine, ja natürlich. Bin noch lange nicht fertig. Ich denke, der Rest passt dann. Zeigt mir Schiff die Figur, okay. Frag ihn gleich mal. Ist Radli jetzt inzwischen hier drüben? Ja. Ja. Da, Junge. So, das kommt alles mal weg. Hat er doch einiges gebracht. Gut. Warte mal. Geh noch mal. Guten Tag. Ah, du kannst mich heilen. Das ist super. Drüben ist auch noch ein Gebäude, oder? Hab ich so. Ashara. Hallo, hallo. Ihr müsst ein großer Abenteurer sein, wenn ihr riskiert, hierher zu kommen. Mein Name ist Ashara. Ich bin die Anführerin der Söldnerbande von Magiern, die als Eisenwölfe bekannt sind. Wir jagen schon seit Monaten Dämonen im Dschungel, aber so viele wir auch besiegen, es kommen immer wieder neue. Es scheint, als wäre der ganze Ort vom Bösen überrannt worden. Es gibt Gerüchte, dass ihr gekommen seid, um zu helfen. Wenn das stimmt, überlasse ich euch einige meiner Söldner. Aber seid vorsichtig. Wenn ihr es euch mit denen verderbt, können sie schlimmer als manche der Monster aus dem Dschungel sein. Gut. Mit was handelst du so? Nein, ich will die Axt nicht kaufen, okay? Okay. Immerhin. So, dann gehen wir mal rüber zu Meshif.
der da drüben rumlungert? Seid gelobt. Diese Jade-Figur vervollständigt den Satz, den ich gesammelt habe. Hier. Ich habe diese Figur eines goldenen Vogels seit Jahren. Denke aber, es ist ein fairer Tausch. Danke. Fragt Kane zu dem goldenen Vogel. Einfach mal irgendein anderes Ding gegeben. Ja, das will ich eh nicht. Das habe ich dreimal schon gefunden hier in meinen Müsli-Packungen. Ich habe Legenden über einen Weisen namens Kuile gelesen, der die Mysterien des Lebens nach dem Tod studiert hat. Wenn ich mich recht entsinne, wird seine Asche in einer goldenen Statue aufbewahrt. Es war eine sehr seltsame Geschichte. Ja. Ich habe Legenden. Gibt Alcor den Vogel, okay. Zeigt Alcor den Vogel? Guten Tag. Hey, Junge. Na, wie weit kommen wir raus, hm? Ah, der goldene Vogel von Kuile. Danke. Beschäftigt euch irgendwie, während ich mit der Asche darin experimentiere. Dann kommt zurück und seht, was ich für euch gemacht habe. Ja, okay. Kehrt zu Alcor zurück, um eure Belohnung zu erhalten. Hallo? Was kann ich für euch tun? Ach so, wir sollen wirklich ein Stückchen später kommen. Na ja, gut. Okay. In den Spinnenwald zurück. Dann sind wir hier fertig. So. Jetzt müssen wir viel laufen. Ja, ich erinnere mich dunkel, dass der Dschungel wirklich sehr viel Lauferei war. Okay, warte mal, wir bleiben erstmal auf der einen Seite. Ah, hier ist Ende Gelände, okay. Ein Labyrinth. Okay, müssen wir doch erstmal noch mal hier rüber. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Nichts, okay. Dann müssen wir hier wieder. Wie war's? Dann müssen wir hier wieder zurück. Haben wir es jetzt? Dann müssen wir es mal wieder hochschlappern. Okay, wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Das ist echt ein Labyrinth hier. Da oben scheint auch ein Wegpunkt zu sein, anscheinend auf der Karte. Genau. Wir haben aber nichts drin, okay.
ist es vor allem halt hier, sich durchprügeln. Ist erstmal das Ziel. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.